So, herzlich willkommen zu einer Präsentation über die physikalischen Eigenschaften von Wasser. Und als kleinen Anreger möchte ich euch das hier mal zeigen. Hier haben wir einen Wasserstrahl, einen dünnen, und der wird abgelenkt durch einen elektrostatisch aufgeladenen Luftballon. Also den habe ich vorher in meinem Schal ein bisschen gerieben und man sieht ganz deutlich, wie der Wasserstrahl abknickt. Ja, wie das funktioniert, das soll unter anderem Inhalt dieser Präsentation über Wasser und deren physikalischen Eigenschaften sein. Nun kommen wir erstmal zur Gliederung, also die Einleitung haben wir gerade schon gesehen. Dann spreche ich über Wasser und dessen physikalische Eigenschaften. Hier dann die Aggregatzustände, dann die Anomalie des Wassers, Wasser als Dipol, dann die Oberflächenspannung, Kapillarität. Und schlussendlich ein Blick auf die Quellen. Ja, auf oder über Wasser gibt es auch aus physikalischer Sicht ziemlich viel zu sagen. Zum Beispiel die Stoffdaten des Wassers. Auf die alle einzeln einzugehen, haben wir jetzt leider nicht die Zeit. Allerdings sind hier ein paar Informationen hinterlegt, die kann man sich bei Interesse dann eben ansehen. Wie gerade eben schon angesprochen, werde ich jetzt über Aggregatzustände, Anomalie, Dipol, Oberflächenspannung und Kapillarität sprechen. Beginnen wir mit den Aggregatzuständen. Die verstehen sich jetzt bei dem Normaldruck von 1013,25 Hektopascal bzw. Millibar. Die drei Aggregatzustände, die wir kennen, sind fest, flüssig und gasförmig. Wir würden bei Wasser über Eis, Wasser oder flüssiges Wasser und Dampf sprechen. Was bedeutet das? Hier nochmal eine kurze vereinfachte Moleküldarstellung. Eben hier fest, das heißt die Form bleibt gleich, dann flüssig. Das Volumen bleibt bestehen, aber die Form ist unbeständig und gasförmig. Das Volumen und Form sind nicht beständig. Ja, hier haben wir die vereinfachte Molekülstruktur, also ein Punkt soll für ein Wassermolekül stehen. Wenn man sich das im Detail anschaut, würde das ungefähr so aussehen. Im Wasser ist eine sehr komplizierte Struktur, wird aber eher in den chemischen Bereich fallen, sage ich jetzt mal. Eine weitere Besonderheit von Wasser ist, oder zumindest schon mal die erste jetzt in dieser Präsentation, der wir begegnen, ist, dass wir allen drei Aggregatzuständen in der Natur begegnen. Also zum Beispiel als Schneeflocke, als Wassertropfen oder jetzt hier als Geysir. Und da wir uns eben bei dem Normaldruck bewegen, liegt der Gefrierpunkt von Wasser bei 0 Grad und der Siedepunkt bei 100 Grad. Die Übergänge zwischen diesen Aggregatzuständen werden folgendermaßen benannt. Zwischen Eis und Wasser werden sie schmelzen bzw. gefrieren genannt, zwischen Wasser und Dampf verdunsten und kondensieren und zwischen Eis und Wasser sublimatieren oder resublimatieren. Ja, wann befindet sich jetzt Wasser in welchem Zustand? Das ist abhängig von Temperatur und Druck. Das ist nicht nur bei Wasser so, sondern ganz allgemein gültig bestimmt eben Druck und Temperatur den Aggregatzustand von Materie. Je nach der Größe der Kräfte entstehen eben auch feste, flüssige oder gasförmige Substanzen. Hier in dem Graphen ist die X-Achse die Temperatur und die Y-Achse der Druck. Hier ist auch noch ein Graph zu Wasser, der sich ein bisschen unterscheidet. Darauf gehe ich gleich ein. Zunächst dazu. Hier, oder wie erkennbar, haben wir hier einen sogenannten Tripelpunkt. Am Tripelpunkt jetzt bei Wasser kommen Wasserdampf, flüssiges Wasser und Eis gleichzeitig vor. Das ist bei allen Stoffen vor. Alle haben einen Tripelpunkt. Der Tripelpunkt des Wassers liegt bei einem Druck von 611,656 Pascal, das sind ca. 6 Millibar, und eine Temperatur von, ja, durch die Festlegung der Temperaturskala selbst exakt 0 Grad oder 0,01 Grad Celsius oder 273,16 Kelvin.
Dann haben wir hier noch den kritischen Punkt. Am kritischen Punkt haben sich durch Druck und Temperatur die Dichten von Wasser und Wasserdampf angeglichen. Was bedeutet das jetzt? Die Unterschiede zwischen den beiden Aggregatzuständen hören auf, an diesem Punkt zu existieren. Also wir haben Wasser und Wasserdampf gleichzeitig. Das ist bei Wasser bei 374 Grad Celsius und 221 Bar der Fall. Nun zurück zu den Unterschieden der beiden Graphen. Hier ist deutlich erkennbar Folgendes, und zwar die Anomalie des Wassers. Ja. Nämlich diese Kurve ist anders. Die Anomalie ist, wird der Druck bei 0 Grad Celsius, ne, wenn man jetzt sich jetzt hier bei 0 Grad Celsius eine gerade Linie nach oben vorstellen würde, und man erhöht den Druck, also wir gehen nach oben, dann ändert sich der Aggregatzustand zurück zu flüssigem Wasser. Also 0 Grad, mehr Druck und wir sind wieder bei flüssigem Wasser. Ja, die Dichte von flüssigem Wasser ist, wie gesagt, abhängig von Druck und Temperatur. Und diese Dichte zeigt extremer. Die Dichte des flüssigen Wassers hat ein Maximum bei 3,98 Grad. Was bedeutet das jetzt? Bei Wasser ist die Dichte des Stoffes in fester Form niedriger als in flüssiger Form. Oder anders gesagt, Stoffe mit geringerer Dichte sind leichter. Und dadurch ist eben das hier möglich. Eis schwimmt auf Wasser. Der Feststoff ist leichter als die flüssige Form. Bei allen anderen Stoffen ist es genau umgekehrt. Hier versinkt der feste Körper in die Flüssigkeit, wenn man zum Beispiel ein Stück festes Frittierfett in das bereits geschmolzene Fett in der Fritteuse gibt, dann geht es unter. Gibt man festes Wachs in flüssiges Wachs, dann versinkt es. Ebenso versinkt zum Beispiel festes Zinn in flüssigem Zinn. Wasser macht hier eine Ausnahme. Hier schwimmt der feste Stoff, das Eis, auf der Oberfläche der Flüssigkeit. Das Wasser seine höchste Dichte nicht am Gefrierpunkt, sondern bei ca. 4 Grad Celsius erreicht, ist essentiell für die Temperaturschichtung in Seen zum Beispiel und führt dazu, dass Süßwasserseen und Flüsse von der Oberfläche beginnen nach unten gefrieren und dort noch Leben möglich ist. Kommen wir zu Wasser als Dipol. Außer bei molekularen Elementen, also zum Beispiel Sauerstoff, O2, sind immer in einem Molekül verschiedene Atome. In einem Molekül haben die Atome ein gemeinsames Elektronenpaar, deren Anziehungskräfte auf das gemeinsame Elektronenpaar unterschiedlich groß sind. In diesen Fällen ist das gemeinsame Elektronenpaar stärker zu einem Atom verlagert. So, was heißt das jetzt? Lange Rede, kurzer Sinn. Und dadurch bekommt das Molekül eine ständige positive und negative Seite. Das ist dann ein sogenanntes permanentes Dipolmolekül. Die Anziehungskräfte innerhalb des Moleküls werden Kohäsionskräfte genannt. Dazu gleich mehr. Wir sehen also hier in dem Molekül Wasser haben wir eine eher positive und eine eher negative Seite. Das, was ich vorhin mit dem Luftballon gemacht habe, ich habe ihn elektrostatisch aufgeladen. Das heißt, da sind ganz viele Elektronen, also negative Teile. Da jetzt Wasser ein Dipol ist und eine positive und eine negative Seite hat, hat sich die positive Seite anziehen lassen von dem Luftballon, der ja negativ geladen war. Das heißt, das Molekül hat sich schwupp rumgedreht in Richtung des Luftballons und wurde von dem angezogen. Und hier in dem Wassermolekül zieht das Sauerstoffatom die bindenden Elektronenpaare stärker an als die beiden Wasserstoffatome. Und damit haben wir eben eine positive und eine negative Seite. Und wie gesagt, das nennt sich dann Kohäsionskräfte. Warum steigt Wasser in einem Schwamm auf? Wieso können bestimmte Insekten auf der Wasseroberfläche laufen? Diese Fragen können durch die Oberflächenspannung geklärt werden. Das hat auch irgendwie jeder schon mal irgendwo gehört. Aber wie entsteht diese jetzt? Hier sehen wir ein Glas Wasser. Ein solcher Kreis soll ein Wassermolekül darstellen. Die Pfeile
anziehende und abstoßende Kräfte. Die gibt es, ja, da das Wasser eben ein Dipol ist. Also ziehen sich im Wasser die Moleküle gegenseitig an und stoßen sich ab. Und so geht das immer hin und her und die Wirkung hebt sich auch. Die Moleküle in der Flüssigkeit befinden sich im Gleichgewicht, in einem festen Abstand voneinander. Man schreibt diesen Molekularkräften eine kugelförmige sogenannte Wirkungssphäre oder Wirkungskugel zu, innerhalb dieser die Kräfte des Moleküls wirken. Deswegen habe ich hier diesen Kreis gewählt, weil wir uns im 2D befinden. Jetzt, der Radius von so einer Wirkungskugel liegt bei 10 hoch minus 10 bis 10 hoch minus 8 Metern, also 0,000001 Millimeter ungefähr. Die Anziehungskräfte zwischen den Bausteinen eines Stoffes, also zwischen den Atomen innerhalb der Moleküle und deren Ionen und so weiter und so fort, die werden Kohäsionskräfte genannt, also innerhalb des Stoffes. Die Anziehungskräfte an den Grenzflächen, also außen an der Kugel, an der Wirkungssphäre eines Stoffes, werden Adhäsionskräfte genannt. Also mein eines Molekül zu dem anderen Molekül, kann aber auch von einem Stoff zu einem anderen sein. Und mit diesem Wissen können wir uns jetzt schlussendlich die Oberflächenspannung erklären. Wir schauen uns mal jetzt immer ein Molekül einzeln an. Hier unser Molekül 1, M1, befindet sich mit seiner Wirkungssphäre vollständig in der Flüssigkeit. Von allen Seiten, wie wir es gerade gesehen haben, wirken die Anziehungskräfte gleich stark. Also überall um uns herum sind diese anderen Wassermoleküle und die ziehen es ab und ziehen es an, stoßen es ab und so weiter und so fort. Hier ist unser Molekül 2 und dieses M2 befindet sich nahe an der Oberfläche. Die Wirkungssphäre wird somit um einen Teil an der Oberfläche verringert. Das sieht man durch die Pfeiler, die nur bis zur Oberfläche gehen. Und in diesem Bereich fehlt die anziehende Kraft von den Nachbarmolekülen. Denn die Dichte von den Gasmolekülen von der Luft oben rum an der Oberfläche, oberhalb der Grenze, ist so klein, dass man die Wirkung vernachlässigen kann. Dadurch entsteht hier als F1 markiert eine resultierende Kraft und die zeigt senkrecht in die Flüssigkeit rein. Und diese Kraft nimmt ihren größten Wert an, wenn sich das Molekül direkt an der Oberfläche befindet. Also hier. Hier wird das Molekül komplett reingesogen in die Flüssigkeit selbst. Und ein an der Wasseroberfläche befindliches Molekül wird einmal, hier sehen wir nochmal mehrere von diesen Molekülen in einem Wasserglas, ein an der Oberfläche befindliches Wassermolekül wird dagegen einseitig nach innen gezogen. Das ist der sogenannte Kohäsionsdruck. Um ein Flüssigkeitsteilchen aus dem Inneren an die Oberfläche zu bringen, ist wiederum Arbeit notwendig, während der umgekehrte Vorgang mit einem Gewinn von Energie verbunden ist. Und somit besitzen alle an der Flüssigkeitsoberfläche liegenden Moleküle einen Vorrat an potenzieller Energie. Und die ist die Oberflächenenergie oder im Allgemeinen auch als Oberflächenspannung bezeichnet. Also sie werden reingesogen, aber um jetzt ein anderes Molekül nach außen zu bringen, müsste Arbeit verrichtet werden. Dadurch haben die potenzielle Energie und bilden eben diese Oberflächenspannung. Kommen wir zur Kapillarität. Unter Kapillaren im Allgemeinen versteht man sehr feine, dünne Röhrchen oder Zwischenräume, durch die eine Flüssigkeit hindurchfließen kann. Und Kapillarität beschreibt eben, was Flüssigkeiten, also jetzt bei uns Wasser, machen, wenn sie mit Kapillaren in Kontakt treten. Taucht man so ein Glasröhrchen senkrecht in Wasser, steigt das Wasser in der engen Glasröhre ein Stück gegen die Gravitationskraft nach oben. Diese Effekte werden durch die Oberflächenspannung von Flüssigkeit selbst und der Adhäsionskraft zwischen den Flüssigkeit und der festen Oberfläche, also hier von dem Glasröhrchen oder Glaskapillare, hervorgerufen. Und je kleiner der Durchmesser, desto größer sind der Kapillardruck und die Steighöhe dann eben auch. Und so ist auch das Aufsaugen von Wasser in einem Schwamm zu erklären. Wasser als Lösungsmittel. Und
Ja, das ist noch eine wichtige Eigenschaft, die das Wasser als Dipol mit sich bringt. Wasser ist ein sehr wichtiges Lösungsmittel. Das kann man hier an dem Beispiel gut sehen. Geladene Teilchen wie Salze oder andere polare Stoffe wie Säuren oder Alkohol lösen sich exzellent im Wasser. Hier links haben wir Kochsalz. NaCl-Moleküle lösen sich wunderbar in Dipolwasser. Andererseits werden Substanzen, deren Molekülstrukturen ungeladen oder groß sind, vom Wasser abgestoßen. Sie neigen deshalb dazu, sich zusammenzubündeln und grenzen sich vom Wasser ab. Hier rechts haben wir Salatöl. Es hat keine freie Ladung, besteht aus größeren Molekülen und schwimmt, weil es eine geringere Dichte hat, auf dem Wasser. Und damit sind wir auch schon am Ende. Ich bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und beende mit den Quellen.